Gehe jetzt auf linkvertise.net und verdiene kostenlos Geld mit Links. Dies ist sogar schon möglich für YouTuber mit 0 Abonnenten. Link ist in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch eine Drohne selber bauen könnt. Die Idee habe ich von Shaker396. Wenn ihr auch irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr neu seid, dann abonniert doch auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Los geht's nach dem Intro. Für die Drohne benötigt ihr die hier aufgelisteten Teile. Einen Link dazu tue ich euch in die Beschreibung. Als erstes nehmen wir uns zwei Pappstücke wie im Video und kleben sie übereinander. Dann nehmen wir uns den Motor von oben rechts und kleben ihn auf die Pappe, wie im Video gezeigt. Das Licht von oben rechts kleben wir dann auf die Unterseite von der Pappe. Dasselbe machen wir dann auch mit den anderen Motoren und Lichtern. Das müsste dann am Ende so aussehen wie bei mir. Die Platine kleben wir dann auch mittig auf die Pappe. Bei der Befestigung der Propeller müssen wir aber aufpassen, denn wenn wir diese vertauschen, könnte sich die Drohne in der Luft umdrehen. Oben rechts auf den Motor kommt deswegen ein Propeller, der sich gegen den Uhrzeigersinn dreht. Dieses ist in diesem Fall ein A-Propeller. Das können wir in diesem Fall auf der Unterseite von dem Propeller sehen. Die Propeller müssen wir dann nur auf den Motor stecken und festschrauben. Dann schrauben wir einen B-Propeller auf die linke obere Seite. Den schrauben wir dann auch fest. Unten links kommt ein A-Propeller und unten rechts ein B-Propeller. Dann fixieren wir die Kabel noch mit ein bisschen Heißkleber, damit diese nicht später in die Rotoren geraten. Für die Batterie nehmen wir uns ein Stück Pappe und kleben es auf die Unterseite von der Drohne, wie im Video gezeigt. Damit die Drohne ein bisschen stabiler ist, habe ich ein paar Schaschlikspieße über die Arme geklebt. Jetzt müssen wir nur noch die Landefüße festkleben. Um die Drohne zu starten, müssen wir als erstes die Fernbedienung einschalten, dann die Batterie mit der Drohne verbinden und den Schalter von der Drohne anschalten.
Zum Starten müssen wir einmal den linken Hebel nach oben und nach unten tun und dann können wir ganz normal die Drohne starten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Viel Spaß beim Fliegen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.